Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem Häkelkanal und auch zu meinen Playlist Tipp und Tricks, um deine Arbeit zu verschönern oder zu vereinfachen. Und heute gucken wir ganz detailliert zusammen, wie man eine Quaste bastelt. Warum eine Quaste? Weil es ein tolles I-Pünktchen ist in viele Arbeit. In Pullis, Armbänder, Taschen, Ohrringe und hier oben hast du ein schönes Beispiel davon. Na dann, bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Du schneidest ein Stückchen Karton und zwar doppelt länger, als du die Quaste haben möchtest. Hier einmal die Quaste, zweimal die Quaste. Du kannst die Ecken abrunden, das ist schon hilfreich. Und mittig drehen ein Schnitz. Es geht los. Zuerst wird der Faden hier geschnitten, ein bisschen länger als dein Karton. So. Und er wird da im Schnitz reingeschoben. Dann wird der Faden hier um den Karton gedreht. Jedes Mal, dass du eine Drehung machst, wirst du 4 Fäden im Quaste haben. Also hier wären wir schon bei 8 Fäden, bei 12 Fäden, bei 16 Fäden. Sagen wir mal, es reicht. Dann wird der Faden hier abgeschnitten. Und der Faden, den wir hier im Schnitz reingeschoben haben, wird er nach vorne gebracht. Ja? Und ein Knoten. Schön festmachen. Jetzt versteht man, warum es hier rund ist. Das lässt sich dann besser wegnehmen. Und das beschädigt dann den Faden nicht. Hier wird es abgeschnitten und auf die andere Seite auch. Zack. Das ist hier unsere 2 Fäden vom Knoten. Die sind etwas länger. Und das ist hier die Fäden vom Quasten. Da drin sind also 16 Stücke. Damit du besser siehst, nehme ich jetzt eine andere Farbe und dann nehmen wir den Faden ein bisschen länger, als die Quaste ist. Fassen wir die Quaste so an und machen wir hier eine Schlaufe. Und schön halten. Und dann wird um die Quaste gedreht. Dann wird sie immer fester gedreht nachher, weil es nicht mehr rutscht. Und gehen wir nach oben. Ja? Das reicht schon. Jetzt kannst du den Faden abschneiden. Hast du weniger Verlust. Und der wird durch die Schlaufe gebracht. Versteht jetzt, warum der Faden ein bisschen länger war, dann findet man ihn sofort. Wenn es die gleiche Farbe wäre und genau gleich lang, würde man nicht mehr wissen, welche Faden das ist. Wir ziehen hier drauf und dann wird die Schlaufe hier kleiner. Und weiter. Und dann versteckt sie sich, die Schlaufe, sogar hier da drinnen. Ja. Und wir sind soweit. Diese Faden hier wird abgeschnitten. Und dieser Faden ist, wenn es die gleiche Farbe ist, wird hier abgeschnitten. Das ist aber nicht der Fall hier, also können wir direkt hier abschneiden. Fertig. Wir haben eine Quaste mit 16 Fäden, die doppelt kürzer ist, als der Karton ist. Ja, hat einen Riesenspaß gemacht. Wenn meine Arbeit dir gefällt, dann geh auf meinen Kanal, wirf ein Auge auf meine ganze Häkelprojekte. Ich freue mich ganz riesig auf dich und wir sehen uns. Tschüssi!